Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video, das heute eine Reihenvorstellung ist. Ich habe sowas noch nie gemacht und bin jetzt einfach mal gespannt, wie es läuft, was ihr mir als Kommentare, als Feedback hinterlassen werdet, weil ja, es wurde von euch gewünscht, dass ich das mache und hier ist das Video dazu. Ich wollte euch nämlich die Diamantkrieger-Saga von Bettina Belitz als Reihe vorstellen. Hier sind die drei Bücher. Wir haben zum einen Damirs Schwur, dann haben wir Lalobas Versprechen und Tashiras Bestimmung. Und ich muss jetzt einfach an dieser Stelle mal sagen, dass ich diese Covers so unfassbar schön finde, weil ich halt dieses grafische oder geometrische Design super, super schön finde. Und ich finde am allerschönsten auch den ersten, hier den blauen. Den lasse ich jetzt auch mal in der Hand, weil ich muss euch ja erzählen, um was es geht. Und zwar erfahren wir die Geschichte der jungen Sarah. Sie ist eine relativ schwierige Jugendliche, denn sie schwänzt oft die Schule, damit sie sich Geld dazu verdienen kann, nachts, weil sie ja dann nicht ausschlafen kann, ne? Schwänzt sie die Schule. Sie ist nachts unterwegs und stiehlt Diamanten für die Hydra. Die Hydra ist die... ja, menschliche Unterwelt in dieser Stadt, um die es geht. sie ist dort einem Mann, also sie muss das einem Mann überreichen, die Diamanten, der Kratos heißt und der sie in ihren Schwängen hat. Ja, so verdient sie sich ihr Nebenverdienst. Ihre Adoptivmutter ist auch nicht wirklich freundlich und toll zu ihr. Sie hat sogar Angst vor Sarah und Sarah meidet sie auch, also da herrscht richtig unterdrückter Hass generell ist sie überhaupt nicht zufrieden mit ihrem Leben, aber sie muss ja irgendwo Geld verdienen, weil ihre Mutter kommt nicht für sie auf und ja, große Probleme, die am Anfang hier herrschen. Irgendwann begegnet sie dann Damir und Damir offenbart ihr eine ganz andere Welt, denn er sagt ihr, dass sie eine Diamantkriegerin sei. Also, dass sie sich von Diamanten hingezogen fühlt. Sie hört sie nämlich auch in dem Haus, in dem sie dann unterwegs ist oder in den Häusern, in denen sie stiehlt, weshalb sie ja so gut in ihrem Job ist und sie hat sich schon immer gefragt, woher das kommt und er sagt ihr eben dann, dass das eben daher kommt, dass sie eine Diamantkriegerin sei, dass sie sich generell ganz anders eigentlich verhalten müsste, als sie es bisher tut, um Licht in ihr Leben zu lassen und um eine gute Diamantkriegerin zu werden. Also Licht und Dunkelheit hat hier viel in der ganzen Story überhaupt zu tun. Also es geht auch ein bisschen um Spiritualität. Was ich zunächst, also ich konnte damit oder ich kann generell mit Spiritualität nicht wirklich viel anfangen. Es kommt natürlich darauf an, wie tief das alles geht, so ein bisschen was glaube ich auch. Aber wie es hier besprochen wurde und thematisiert wurde, war genau richtig. Also es hat irgendwie gut dazu gepasst, weil mit so Kriegerdasein assoziiert man ja doch oft die östliche Kultur, also die asiatische Kultur ist vielleicht jetzt ein besserer Begriff und ja, da hat man ja dann doch auch viel mit Spiritualität zu tun, weshalb das irgendwo hier ganz gut reinpasst. Ja, und Sarah macht sich dann eben auf den Weg, auch eine Diamantkriegerin werden zu wollen. Hat aber dann auch viele Probleme damit und ja, ist am Anfang auch generell noch ziemlich zynisch und fast schon eklig vom Charakter her, könnte man jetzt sagen. Das verbessert sich dann aber im zweiten Band. Das wäre Lalobas Versprechen, glaube ich, ist der zweite, ja. Hier ist sie sich zunächst nicht sicher, ob sie den Weg wirklich eingehen möchte und pausiert dann ihre Verwandlung zur Diamantkrieger-Saga. Diamantkriegerin. Ich glaube, soweit kann ich das schon sagen, aber man merkt, dass sie generell auch sich körperlich und persönlich bessert, mehr Licht, sage ich das jetzt mal mit den Worten, der Diamantkriegern an sich ranlässt und ja auch so vom generellen Buchcharakter her sich entwickelt.
Sie entscheidet sich dann letzten Endes, eine Diamantkriegerin tatsächlich zu werden. Ich denke, das ist jetzt auch keine große Überraschung und kein Spoiler. Das kann ich, denke ich, wirklich erzählen, weil die ganze Reihe heißt ja Diamantkriegersaga und irgendwie wäre es dann total bescheuert, wenn sie im zweiten Buch doch keiner werden würde. Also sie hat zuerst Zweifel, die sie durchgeht, aber dann entscheidet sie sich letzten Endes doch für diesen Weg, der sehr, sehr anstrengend für sie ist. Und im dritten Band erfährt man dann genau, was es überhaupt mit diesem Diamantkrieger-Dasein auf sich hat, was Diamantkrieger eigentlich wirklich sind. Und natürlich gibt es hier dann Ach auch. ja, ich mag meine Kamera so gerne. Sie hat sich gerade schon wieder abgeschaltet. Ich glaube, das lag aber schon wieder am Akku, der voll war. Ja, aber ich war gerade so schön im Flow und dann hat sie mich natürlich jetzt unterbrochen. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder reinfinde. Jedenfalls habe ich euch gerade vom letzten Band erzählt. Ich hoffe, sie hat nicht alles abgeschnitten, aber ich wiederhole es jetzt nochmal kurz, weil ich das jetzt nicht so schnell nachgucken kann. Hier erfahren wir, was es wirklich bedeutet, ein Diamantkrieger zu sein, was es überhaupt generell mit den Diamantkriegern auf sich hat. Und es geht hier natürlich dann auch noch um einen großen Kampf und ein großes Finale, denn wie ihr euch vielleicht gedacht habt, sind die Diamantkrieger das Licht und die Hydra der Schatten. Und Gegensätze mögen sich ja nicht so, zumindest ne, bei sowas. Bei Menschen sagt man, Gegensätze ziehen sich an, aber das tut hier jetzt nichts zur Sache. Jedenfalls geht es dann eben auch um ein großes Finale und wie sich das alles entwickelt. Das muss man natürlich selber erfahren. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich schon nicht vom Inhalt zu viel erzählt, aber müsste eigentlich alles passen. Ich finde das halt sehr schwierig bei einer Reihe von einem Band, von einem zweiten und dritten Band, dann nicht zu viel zu erzählen, aber. Deswegen wäre mir euer Feedback wirklich ganz wichtig, damit ich weiß, ob es passt oder nicht. So, wie ihr jetzt vielleicht auch rausgehört habt, gab es für mich in der Story eine Steigerung. Also der erste Band, den fand ich gut, aber mir hat, jetzt muss ich kurz gucken, das ist der erste Band, aber mir hat Sarah so ein bisschen. Ja, sie war ein bisschen komisch am Anfang. Also ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen, weil sie halt doch ein sehr komplizierter Charakter ist, was aber dann mit der Zeit viel Spaß gemacht hat zu lesen. Also das kennt ihr vielleicht generell von Menschen, wenn man am Anfang denkt, so, die Person ist jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Und dann lernt man die Person aber besser kennen und man freundet sich super mit ihr an und liebt sie quasi das ganze Leben lang. Mehr oder weniger. Also. Ja, so ist es mit Sarah für mich zumindest gewesen. Sie war hier halt noch ein bisschen anstrengend. Damir fand ich super, aber bei ihm war es genau andersrum. Ihn fand ich dann nämlich blöder. Das war nämlich dann hier im zweiten Band. Ja, Lalubas Versprechen ist der zweite Band. Da hat Damir halt was gemacht, beziehungsweise auch am Ende vom ersten Band. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da dachte ich, was ist denn das für ein Arsch? Und Sarahs Meisterin hat das Gleiche über ihn gesagt. Also da fand ich ihre Meisterin dann auch super cool. Aber ja, das war halt einfach so, was soll das jetzt? Was, ja, das war ganz komisch. Wenn ihr das gelesen habt, vielleicht geht es euch auch so. Ich will dazu jetzt aber wirklich nicht zu viel erzählen, weil ich glaube, da würde ich dann wirklich spoilern. Ja. Auf jeden Fall hat sich Sarah im zweiten Band auf jeden Fall gebessert. Ihr Kampf mit der Verwandlung zur Diamantkriegersagerin, der war sehr interessant, weil der, denke ich, doch vom psychischen her gut rüberkam, wie sie gekämpft hat. Und ich persönlich mag sowas einfach, wenn man nicht nur körperliche Kämpfe liest, sondern halt auch psychisch, finde ich sogar noch interessanter, halt wie ein Mensch mit Sachen klarkommen muss und die Stärke dann auch zeigt, die er in sich hat. Das finde ich immer ganz toll. Da kann man, finde ich persönlich, auch immer ganz viel mitnehmen, wie man selbst eventuell in so einer Situation, wenn man denn dann mal dazu kommt, reagieren sollte. Genau. Im dritten Band war es dann für mich noch cooler, weil Sarah so richtig badass cool geworden ist. Also hier fand ich sie richtig, richtig toll. Sie hat sich auch wirklich mit ihren Problemen angefreundet. Sie hat sich verbessert generell, ihren Charakter ist mehr zur Schule gegangen. Und ja, das war einfach schön zu lesen, wie sie so
kraftvoll geworden ist und ja, halt richtig badass war. Das fand ich einfach cool. Ich mag sowas. Starke weibliche Protagonistinnen finde ich super. Und das hatte man hier eben auf jeden Fall. Wie gesagt, Damir, ja, toll. Der hat mich halt wirklich genervt. Und dann gab es hier noch eine andere Person, die war am Anfang ganz komisch irgendwie für mich. Hat sich dann aber auch verbessert. Und ja, das Ende war halt auch klasse. Also wie das Bettina Belitz hier gelöst hat, das hat mir einfach super gefallen. Das war halt auch wieder mal was Tiefsinnigeres, Spirituelles. Obwohl ich es ja nicht mag, hat es hier irgendwie richtig cool bei mir Anklang gefunden. Und ja, ich weiß nicht, die Auflösung, die hat mir auch super gefallen. Also ich muss generell sagen, dass ich das eine super coole Idee von Bettina Belitz fand. Sowas Richtung Spiritualität und Kriegerdasein, die aber nicht wirklich kämpfen, irgendwo sowas zu kreieren und zu schreiben, das finde ich einfach klasse. Also mir hat super viel Spaß gemacht, die Reihe zu lesen, auch die Charakterentwicklungen. Ich mag das, wenn ein Charakter nicht einfach nur stumpf ist, sondern wenn er auch ein paar Ecken hat und sich dann aber verbessert und man irgendwann wirklich mit ihm mitfiebert. Und das hatte man halt hier auf jeden Fall. Ich finde generell, dass die Reihe einfach mehr Aufmerksamkeit braucht und hoffe, ja, dass heute ist bei mir wirklich der Wurm drin. Es tut mir auch sehr leid, dass ich jetzt wahrscheinlich wieder so abgeschnitten wurde, aber ich war gerade beim Fazit, von daher, ja, der Akku ist halt mal wieder ausgegangen. Ich finde jedenfalls, dass die Reihe viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat, weil sie einfach für mich super kreativ war vom Thema her. Es war mal wieder was anderes zu lesen im Jugendgenre, Jugendbuchgenre als 0815, Junge verliebt sich in Mädel und Mädel ist super, ja, du bist so toll und aber ich bin so schüchtern, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Und er ist halt so ein Badass-Motherfucker-Typ. Also, es war einfach nicht 0815, weil halt hier die Protagonistin, die selber Badass war. Ja, ich finde das toll, wenn Frauen oder jugendliche, weibliche Protagonisten generell eben ja, so stärker dargestellt werden und nicht so, ja, luschig. Keine Ahnung. Ja, genau. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt für den einen oder anderen da draußen die Reihe vielleicht ein bisschen interessanter gestalten konnte, als sie euch sonst irgendwo begegnet ist und dass sie einfach ein bisschen mehr Anklang bei euch da draußen finden wird. Generell hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, lasst mir bitte ein Feedback in den Kommentaren da. Dann macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Tschüss!